Narkose, OP-Tisch, Skalpell. Wer sich wie Elisabeth Brenner aus Wien freiwillig unter das Messer legt, hat oft einen langen Leidensweg hinter sich. Seit 20 Jahren quält mich diese Nase, der Höcker. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, es kann nur besser werden. Ja? Weil mich belastet es wirklich sehr. Ja? Als Kind bricht sich Elisabeth Brenner ihre bis dahin gerade Nase. Danach wächst der Bruch schief zusammen. Ich war 10, ja. Und das hat sich alles entwickelt und man war ja auch noch nicht ausgewachsen. Ja. Vielleicht ist es dann erst rausgekommen und mit der Zeit dann im Wachstum schlimmer geworden. Das kann auch sein natürlich. Ja. Aber es hat mich immer mehr und umso älter ich geworden bin, ich bin jetzt 30, umso älter ich geworden bin, hat es mich gestört. Immer wieder, wenn ich mich im Spiegel betrachtet habe. Dr. Rafik Kutzbari, Leiter der Klinik für Ästhetische Medizin Wien, arbeitet täglich mit Patienten wie Elisabeth. Betroffene haben oft massive psychische Probleme mit einem bestimmten Körperteil. Eine ästhetische Behandlung kann seiner Meinung nach Abhilfe schaffen. Im Laufe der Jahre ist mir immer mehr aufgefallen, dass es ein sehr großer Zusammenhang gibt zwischen ästhetischer Medizin und Psyche. Die Menschen treten nach der Operation, wenn einmal alles abgeheilt ist und sie abgeschwollen sind, treten sie ganz anders auf. Sie bewegen sich anders. Man merkt, dass ihnen eine Last von den Schultern genommen worden ist. Und genau auf diese therapeutische Wirkung der Schönheitschirurgie will der Chirurg mit seinem neuen Buch Unter das Messer oder auf die Couch hinweisen. Es ist so, dass wir oft mit den ästhetischen Operationen auch einen psychischen Leidensdruck mildern. Und ich sehe, was für positive Auswirkungen auf die Psyche ästhetisch-medizinische Eingriffe haben. Und das wird in der Öffentlichkeit oft übersehen und ich wollte mehr Aufmerksamkeit darauf lenken. Auf die leichte Schulter sollte man einen kosmetischen Eingriff aber nicht nehmen. Eine Narkose bringt, genau wie die Operation an sich, Risiken. Und es gibt natürlich Grenzen. Ab dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass das, was die Patientin wünscht, ästhetisch nicht mehr sinnvoll ist aus meiner Sicht, oder wenn ich das Gefühl habe, dass die Patientin Wünsche hat, die technisch gar nicht realisierbar sind, dann sage ich nein, dann rate ich vom Eingriff ab. Bei Elisabeth spricht nichts gegen die Nasenkorrektur. Im Operationssaal geht das Team den Ablauf noch einmal im Detail durch. Beim Eingriff muss neben der Verbesserung des ästhetischen Gesamtbildes natürlich auch noch eine normale Nasenatmung erreicht werden. Nach 10 Tagen kann der Verband für die erste Nachbesprechung abgenommen werden. Und das Ergebnis? Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe aber auch von Anfang an gewusst, dass ich es machen werde. Ja, also es hat für mich jetzt nicht, ist jetzt nicht die Frage im Raum gestanden, mache ich es oder mache ich es nicht. Also ich habe gewusst, ich werde es machen. Für Elisabeth Brenner hat sich die Operation gelohnt. Die 30-Jährige blickt mit ihrer neuen begradigten Nase endlich wieder gerne in den Spiegel.